Auf YouTube bekomme ich relativ viele Fragen und einige dieser Fragen habe ich mir hier rausgepickt. Ich habe sie hier auf dem Handy. Ich werde sie vorlesen und dann beantworten. Solltest du auch eine Frage haben, dann kannst du das ganz einfach, ja, hier unter dem Video oder unter jedem anderen Video natürlich im Kontext dann stellen. Und zwar von Robin, Google Tag Manager, Google Analytics einrichten. Das Video: Warum sollte man den Seitenaufruf via Google Tag Manager tracken? Die Seitenaufrufe sind in Analytics bereits drin, oder verstehe ich da was nicht korrekt? Also, der Google Tag Manager, ich habe dazu auch schon Videos gemacht, ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, in der Google Tag Manager Playlist sind dazu Videos vorhanden, wo ich ein bisschen erkläre, wie das Ganze zusammenhängt und arbeitet. Du musst es dir so vorstellen, dass der Google Tag Manager wird erstmal nur auf die Webseite platziert. Ja, er wird im Quellcode hinterlegt und dann passiert erstmal noch gar nichts. Der Google Tag Manager kann dann, wenn du zum Beispiel als Tag Analytics hinzufügst und sagst, wenn ein Seitenaufruf stattfindet, also der Google Tag Manager schaut letztendlich, was passiert auf der Seite, wenn ein Seitenaufruf stattfindet, dann bitte schicke diese Information an Google Analytics. Und dann erscheint in Google Analytics halt erst dieser Seitenaufruf. Wenn der Tag Manager nicht konfiguriert ist, ja, also wenn letztendlich dort keine Information an den Tag Manager geschickt wird, dann erscheint im Tag Manager auch keine Information. Das ist das Gleiche, wie wenn ich den Google Analytics Code direkt auf der Seite implementiere. Dann sieht Analytics natürlich auch alle Informationen. Aber wenn ich Google Analytics nur einrichte und dann noch nicht auf der Webseite im Quellcode implementiere, dann gibt es dort auch keinen Seitenaufruf. Ja? Deswegen ist das genau so, wie es ist. Ja, ich muss über den Tag Manager letztendlich auch sagen, wenn ein Seitenaufruf stattfindet, dann informiere bitte beispielsweise Google Analytics dazu. Wenn dir die Folge gefallen hat und du generell Interesse an diesen Themen hast, dann würde ich dir noch meinen Podcast empfehlen. Unter carlosiebert.de/podcast findest du jede Woche ein bis zwei Folgen zum Thema Online-Marketing.